Hallo und moin moin, meine lieben Brüder und Schwestern, zur nächsten Lesung des Papieres Luther 2017, 500 Jahre nach der Reformation. Wo stehen wir heute? Und vor allen Dingen, wo stehst du? Wählst du Christus oder wählst du Antichrist? Der, glaube ich, doch in diesem Papier ziemlich gut und deutsam enthüllt wird. Natürlich ist ja auch eine Lesung auf Basis von Gottes Wort, der Bibel. In diesem sechsten Teil schließen wir jetzt das, was wir vorher gesehen haben, ab. Wir verlassen die Taufe und gehen weiter über die katholische Kirche und sprechen ein wenig über die Sakramente und weitere Dinge, die in dem Papier hier besprochen worden werden. Die katholische Kirche besteht darauf, dass Erlösung in den Sakramenten zu finden ist. Das heißt Teilnahme an Taufe, Abendmahl, Bußübungen und dergleichen. Ich werde es gleich mal eben aufnennen. Die katholische Kirche nennt sieben Sakramente, genau. Die Taufe als erstes, ein Sakrament der Neugeburt als Kindes Gottes. Und das hatten wir ja gerade eben besprochen, dass da eben die Kindertaufe eben absolut unbiblisch ist darin. Eucharistie, das ist das Sakrament der lebendigen Gegenwart Gottes. Das heißt, wenn man an der Messe teilnimmt und sich die Oblate einverleibt, die der Priester vorher als mit einem bestimmten Satz, den er sagt, das sind sieben verschiedene lateinische Worte, die er sagt, mit der er im Grunde Jesus Christus aus dem Himmel herunterholt, und diese Oblate, die einem gegeben wird, wird in dem Augenblick, das ist Transsubstiation, nennt man das, wird diese Oblate, der lebendige Leib, das Blut und die Seele und die ganze Gottheit von Jesus Christus. Das ist in der Eucharistie. Dann gibt es noch die Firmung, das ist das Sakrament der Initiation und der Stärkung, die Ehe, die Beichte, die Krankensalbung und die Priesterweihe. Das sind die sieben katholischen Sakramente. Und Martin Luther erkannte damals, und da gehen wir gleich drauf rein auf Martin Luther, dass von diesen sieben im Grunde nur zwei Sakramente biblisch sind, nämlich die Taufe und die Ehe. Und das nicht wie die Ehe, wie wir sie heute kennen. Das sage ich dann nochmal eben zu. Eine Ehe im biblischen Sinne hat nichts zu tun, sich vor einem Priester hinzustellen und sich irgendwelche Versprechungen zu machen und einen Ring überzustülpen und halt auf die Art und Weise eine Ehe zu führen. Das ist nicht biblisch. Eine biblische Ehe sieht anders aus. Aber da gehe ich jetzt nicht noch im Detail auf ein. Martin Luther jedenfalls, als ernster Katholik, wuchs ebenfalls in dieser Tradition auf. Eines Tages jedoch, als er kniend die Pilatustreppe hochkletterte, als er auf seiner Reise nach Rom war, wurde er an ein Schriftwort in Gottes Wort erinnert. Das können wir nachlesen in Römer Kapitel 1, Vers 17. Zitat: Denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird infolge von Glauben leben. Ende Zitat. Sich aufrichtend verstand Martin Luther, dass er niemals Erlösung erlangen würde, nur weil er auf Knien eine Treppe hochrutschte. Bis zu diesem Zeitpunkt seines Lebens hatte er geglaubt, sich die Erlösung durch Werke erarbeiten zu müssen. Aber nun erleuchtete neues, freimachendes Licht sein Inneres. Er begann zu verstehen, dass der Glaube an Jesus Christus, den Erlöser der Welt, zur Erlösung führte. Und wir lesen das nach im Buch der Epheser, Kapitel 2, Vers 8 und 9. Zitat: Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, vermittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Ende Zitat. Es geht nicht um Werke. Werke bringen uns nicht in den Himmel. Als Luther fortfuhr, dieses Thema zu studieren, fand er viele wichtige Aussagen in Gottes Wort, die besagen, dass wir durch Glauben an Jesus Christus gerecht werden. Kommen wir zu Jesus, schuldbeladen wie wir sind, werden wir unsere Sünde erkennen. Bereuen wir sie und bitten um Vergebung, sowohl den Menschen, an denen wir schuldig wurden, als auch Gott, wird Jesus uns unsere Sünde vergeben. Dabei wird uns Jesu Gerechtigkeit zugerechnet, unverdient, allein aus Gnade durch Glauben. Das ist ein ganz wichtiger Satz, weil die römisch-katholische Kirche lehrt exakt das Gegenübergestellte und die protestantischen Kirchen, Lutheraner, Methodisten, Baptisten und so weiter, sind alle zu Rom zurückgekrochen und haben dabei diese Aussage, die ich gerade eben gemacht habe, wieder absolut aus ihrer Doktrin verbannt und verneint
und schließen sich wieder der römisch-katholischen Kirche an. Jesu Gerechtigkeit wird uns zugerechnet, unverdient, allein aus Gnade durch Glauben. Denkt ihr, welch eine Befreiung dies für Martin Luther bedeutete? Die gleiche Befreiung könnt auch ihr erleben, wenn wir diesen Ablauf Folge leisten. Lasst uns einige Schriftstellen betreffs der Bedeutung des Glaubens lesen. So lesen wir zum Beispiel in Hebräer, Kapitel 11, Vers 1, Zitat: Es ist aber der Glaube, ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ende Zitat. Und in Römer, Kapitel 10, Vers 17 lesen wir, Zitat: Demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort. Ende Zitat. Das hatten wir ja auch vorher schon mal gelesen. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 lesen wir weiter, Zitat: Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und ein weiteres Zitat kommt aus dem Buch der Epheser und lautet folgendermaßen, Kapitel 2, Vers 4 bis 10. Zitat: Gott aber, der da reich ist an Erbarmen, hat durch seine große Liebe, womit er uns liebte, auch uns, die wir tot waren durch die Sünden, samt Christus lebendig gemacht. Aus Gnaden seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, auf dass er in den darauffolgenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade erzeigte durch Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, vermittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Jesus Christus, zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ende Zitat. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat. Und diese guten Werke erlösen uns nicht. Aber wir sind sein Werk. Und wir lesen weiter auch noch in Markus Kapitel 16 aus dem 16. Vers, Zitat: Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ende Zitat. Nun wollen wir doch mal anschauen, welche Stellung nehmen denn die Taten ein. Und in Epheser Kapitel 2, Vers 10 lesen wir, Zitat: Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ende Zitat. Als Johannes der Täufer aufstand und die Botschaft der Bekehrung verkündete, sprach er, Zitat: So bringet nun Frucht, die der Buße würdig ist. Ende Zitat. Lesen wir in Matthäus Kapitel 3, Vers 8. Und auch Jakobus schreibt in Jakobus Kapitel 2, Vers 17, Zitat: So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Ende Zitat. So ist der Glaube ohne Werke tot. Die guten Werke aber werden als eine Frucht des Glaubens folgen. Im Glauben brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Im Glauben baute Noah eine Arche. Im Glauben ging das Volk Israel durch das Rote Meer. Im Glauben gingen sie voran. Dies ist der Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit aus dem Glauben. Haben wir Jesu Gerechtigkeit angenommen, ist es notwendig, ihn um Kraft zu bitten, ein gerechtes Leben für und in ihm zu leben. Dann werden wir seine rechten Zeugen sein. Im ersten Buch Johannes, Kapitel 2, Vers 29 lesen wir dazu, Zitat: Wenn ihr wisset, dass er gerecht ist, so erkennet euch, dass jeder, der die Gerechtigkeit übt, von ihm geboren ist. Ende Zitat. Und im ersten Buch Johannes Kapitel 3, Vers 7 lesen wir: Kindlein, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Ende Zitat. So liegt die Kraft, ein gerechtes Leben zu leben und gute Früchte zu tragen, nicht in uns selbst, sondern in der Kraft Christi, die in dem Gläubigen wirkt. Und Paulus sagt dazu in Philipper Kapitel 2, Vers 13, Zitat:
Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Ende Zitat. Seit Luther die Gerechtigkeit durch den Glauben verkündete, gab es ständige Auseinandersetzungen zwischen katholischer und lutherischer Kirche. Nach Ablauf von 500 Jahren zeichnet sich mittlerweile eine dramatische Tendenz ab. Mit Hilfe der Ökumene und von Diplomatie kamen sich katholische und protestantische Kirche bis heute so nahe, dass sie 1999 ein gemeinsames Dokument bezüglich der Rechtfertigungslehre anfertigten. Dieses habe ich ja bereits am Anfang in einem der ersten Teile erwähnt und werde da auch gleich nochmal darauf hinweisen, wo ihr meine englische Lesung darüber finden könnt. Dieses Dokument heißt Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre oder eine Joint Declaration on the Justification. Diese Übereinkunft wurde am 31. Oktober 1999 in Augsburg, 482 Jahre nachdem Luther seine Thesen an die Kirchentür von Wittenberg geschlagen hatte, unterzeichnet. Ausgerechnet am 31. Oktober, am Reformationstag, hat die lutherische Kirche sich entschieden, zurück unter die Fittiche der römisch-katholischen Kirche zu kommen. Eine unglaubliche Verleumdung der Werke Luthers und eine noch unglaublichere Verleumdung eigentlich des Wort Gottes. Die Unterzeichnung der Erklärung zur gemeinsamen Rechtfertigungslehre dagegen führt die lutherische Kirche zurück nach Rom. Unter anderem, weil dieses Dokument den Sakramenten einen Stellenwert einräumt, der ihnen in Bezug auf Glaubens- und Erlösungsfragen absolut nicht zukommt. Nun, ich verweise hier nochmal auf die ersten drei Sendungen von Hour of the Truth, die ich damals gemacht hatte. Die behandeln dieses Thema. Tom Fress from Inquisition Update und ich erklären dieses Papier auf Basis einer Analyse von Richard Bennett von BereanBeacon.org. Die Vorträge sind, wie gesagt, in Englisch, aber sehr interessant zu folgen für denjenigen, der Englisch kann. Richard Bennett hat sich die Mühe gemacht, um dieses Papier sehr gut zu analysieren. Richard Bennett war selber 22 Jahre römisch-katholischer Priester, der durch die Gnade Gottes da rauskam und hat seitdem hat den ganz großen Vorteil, dass er Latein kann und vor allen Dingen, dass er Papstsprache kann. Wenn der Papst irgendein Papier rausbringt oder die römisch-katholische Kirche irgendein Papier rausbringt, ein Syllabus oder eine Bulle oder was auch immer, dann kann er das nicht nur im Latein-Original lesen, er kann euch vor allen Dingen dann im verständlichen Englisch darüber erklären, was die eigentlich meinen und darin schreiben. Und auf der Art und Weise, auf dieser Basis, hat er auch eben das Papier über die Joint Declaration, also diese Rechtfertigungslehre, analysiert. Und das haben wir in drei Sendungen aufgearbeitet und versucht, den Leuten dann auch verständlich zu erklären, wo der Abfall der lutherischen Kirche damals war und heute leider immer noch ist. Aber wir kommen zum nächsten Hofstück, das heißt der Protestantismus auf dem Weg zurück nach Rom. Man muss ja verstehen, das habe ich ja nun schon öfter gesagt, Rom verändert sich nie. Also wenn dann Rom das schafft, um all diese separaten Brüder oder Schwestern oder wie immer sie das nennen will, ihre separaten Glaubensbrüder und Schwestern wieder unter ihre Fittiche zu versammeln und Rom verändert sich nicht, dann muss sie ja schon sehr gekonnt sprechen, sehr diplomatisch sprechen, um den Leuten zu zeigen, dass ihre Doktrinen eigentlich falsch sind, dass die Bibel falsch ist. Und das hat sie mit Lutheranen und Methodisten soweit auch geschafft. Die sind darum zurückgekommen. Auf dem Weg zurück nach Rom fahren wir hier fort. Heute, 500 Jahre fast nach der Reformation, wird ein Trend unübersehbar der Katholiken und Protestanten in gemeinsam abgehaltenen, ökumenisch geprägten Versammlungen vereint. Und das weltweit. Nicht die katholische Seite ist es, die hier dem Protestantismus weicht, sondern der Protestantismus ist es, der sich an Rom annähernd und dessen unbiblischen Traditionen weicht. Zu beobachten ist ein gleichsam gezähmter Protestantismus, welcher nicht mehr protestiert, berauscht vom Weine Roms, den er genoss, wie wir in Offenbarung 18, Vers 4 nachlesen können. Zitat: Und ein anderer, zweiter Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, die mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat.
Offenbarung 14, 8 habe ich gesagt, ne? Hoffe ich. In höchstem Grad soll vermieden werden, Martin Luthers scharfer und intensiver Auseinandersetzung mit den Lehren des Papsttums zu gedenken. So wird Luthers tiefer Bruch mit Rom bagatellisiert und zum Ausdruck gebracht, dass ein neues Zeitalter angebrochen sei. A New World Order, ja? In dem die Menschheit zusammensteht. Friede auf Erden ist die Losung. Wahrer Friede aber wird nicht mittels Ökumene, Diplomatie und Mehrheitsbeschlüssen erreicht. Denn Jesus sagt im 14. Kapitel von Johannes, Vers 27, Zitat, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz errege sich nicht und verzage nicht. Ende Zitat. Echten Frieden erhält nur, wer Jesus Christus als Herrn in seinem Leben angenommen hat, seine Sünden erkannt und Jesu Vergebung und Gerechtigkeit unverdient aus Gnade durch Glauben empfangen hat. Ist diese Entscheidung erst einmal getroffen, erhält der Gläubige den Heiligen Geist als Kraftquelle seines Lebens. Kraft von dem allmächtigen Gott, um Jesu Fußspuren zu folgen und gute Werke zu tun. Nun, die römisch-katholische Kirche lehrt, dass wir durch die Gnade Gottes zu guten Werken und dadurch zur Erlösung finden. Die Gnade Gottes führt uns zu guten Werken? Die Lutherlehre war, durch die Gnade Gottes im Glauben alleine gibt es Erlösung. In diesem neuen Dokument legt die lutheranische Kirche ihren Protest weg, durch die Werke zu akzeptieren. Kasuistik hat über Verstand und Vertrauen auf Gottes Wort gewonnen. Gute Worte sind das Resultat der Erlösung. Gute Werke sind nicht ein Grund für Erlösung. Das muss man berücksichtigen hierbei. Und da kommt eben wieder die Lehre der römisch-katholischen Kirche durch. Und die Lutheraner haben das aufgegeben. Und nicht nur die Lutheraner, alle protestantischen Kirchen haben das aufgegeben heutzutage. Die Welt kann uns diesen echten Frieden nicht geben. Jene, die Wegen folgen, die gegen Gottes Willen streiten, werden diesen inneren Frieden nicht erhalten, den nur Jesus geben kann. Wir können und dürfen uns dafür entscheiden, Jesus Christus als unseren persönlichen Erlöser anzunehmen, ihm zu gehorchen und den schmalen Weg in seiner Kraft zu gehen. Da muss ich doch nochmal eben zurückgehen. Wir können und dürfen uns dafür entscheiden, Jesus Christus als unseren persönlichen Erlöser anzunehmen. Ja, geht doch nochmal zurück auf das Papier, was ich gelesen hatte von der Generalaudienz von Papst Franziskus 2014 und was er meint und damit was die römisch-katholische Kirche meint und damit was auch der Staat meint, damit was die Masse meint, wenn es geht, um eine persönliche Beziehung zu unserem Erlöser Jesus Christus zu haben. Er findet das einen gefährlichen Weg. Und Leute, die wie ich fundamentaler Bibelgläubige sind und das Wort Christus für wahrnehmen und die anderen Worte als Lüge entdecken, werden dann eben auch von dem Papst und von den Leuten, die er gebraucht, um seine Meinung durchzudrücken, seine Macht durchzudrücken, was eben auch die zivile Macht ist, als schädlich für diese angesehen. Man ist schädlich für die Regierung, wenn man Jesus Christus als seinen Erlöser annimmt. Weil dann passt man nicht in diese Welt und dann dient man nicht diesem System. Und wenn ich dem System nicht diene, dann bin ich gegen das System. Und wenn ich gegen das System bin, dann bin ich ein Terrorist. Oder wie immer sie das ausdrücken wollen. Und diese Lehre muss man erstmal verstehen. Aber wenn man das verstanden hat, dann ist der Weg zu Jesus desto leichter. Nun, die Reformatoren verstanden zwar, was es bedeutete, die Erlösung in Jesus Christus anzunehmen. Trotzdem gab es noch vieles, was ihrem Verständnis verschlossen blieb. So gab es über die Jahrhunderte ein Fortschreiten in Bezug auf die Erkenntnis verschiedener Glaubenspunkte. Die Waldenser zum Beispiel verstanden die Bedeutung der Bibel. Hass sah die Wichtigkeit des Gehorsams. Luther erkannte die Gnade. Calvin stellte die Notwendigkeit des Wachstums in der Gnade fest. Die Wiedertäufer entdeckten den Stellenwert der Taufe neu. Und Wesley betonte die Relevanz der Heiligkeit.
Im Grunde geht es doch nur darum, jeder hat irgendwo seinen Nachdruck draufgelegt. Aber im Endeffekt kommt es doch alles nur auf ein Ding heraus. Sola Scriptura. Wenn sie sich darin einig gewesen wären, dann hätten sie sich auch gar nicht so viel teilen müssen. Und dann würde es heute keine 30.000 verschiedenen Glaubensrichtungen, protestantischen Glaubensrichtungen auf der Welt geben, sondern nur eine, nämlich die der Bibel zu folgen. Dann wären wir wirklich vereint. Aber wir wissen ja, dass in der Masse auch immer der Abfall kommt. Und genau das ist eben auch damals passiert. Nun, unsere Generation blickt auf diese lange Geschichte zurück und besitzt daher mehr Kenntnisse als alle, die davor lebten. Nun muss das Ganze beachtet und alle diese Wahrheiten verkündet werden. Sowohl über den Glauben, die Gnade, die Erlösung, das Leben in Christus, das Wirken des Heiligen Geistes, das Wachstum in der Gnade, über Charakterbildung und die Früchte des Geistes, die Wiederkunft Jesu und nicht zuletzt auch in Bezug auf folgenden Punkt. Die katholische Kirche hat Gottes 10 Gebote in ihrem Katechismus verändert. Und ich gebe jetzt gerne nochmal das Bild auf das Video hier mit rein von den römisch-katholischen 10 Geboten. In den Geboten des Katechismus hat man das 2. Gebot entfernt, dafür das 10. in 2 geteilt und zusätzlich fast den gesamten Text des 4. Gebotes, das Sabbatgebot, entfernt. Dies ist die größte Verfälschung, die sich je in der Geschichte abspielte. Und die Bibel sagt es schon, der Antichrist wird probieren, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und das hat der römische Katechismus hiermit ganz deutlich getan. Viele sind der Überzeugung, dass die katholische Kirche eine christliche Kirche sei. Aber ein Christ hat Christus zu folgen und nichts an dem zu ändern, was er gesagt oder geschrieben hat. Dies aber tat die katholische Kirche oftmals, nicht nur mit 10 Geboten. Daher herrscht Übereinstimmung mit Luther und den anderen Reformatoren, die sehr klar erkannten, dass der Papst das Zeichen des Antichristen trägt, dass der Papst das Zeichen von Kain trägt. Martin Luther drückt es so aus, Zitat: Früher betrachtete ich den Papst als Stellvertreter Christi. Nun behaupte ich, dass er der Widersacher unseres Herrn und der Apostel des Teufels ist. Ende Zitat, wie wir in Daubigny, Band 7, Kapitel 6 lesen. Daubigny, History of the Reformation, hatte ich ja schon öfter erwähnt. Als Luther die päpstliche Bulle entgegennahm, stellte er fest, Zitat: Ich verachte sie und greife sie an, weil sie rücksichtslos und unwahr ist. Es ist Christus selbst, der darin verurteilt wird. Es freut mich, dass ich solch Böses für das Beste, was es gibt, erleiden muss. Ich spüre eine größere Freiheit in meinem Herzen, denn nun weiß ich, dass der Papst der Antichrist ist und dass sein Thron der Thron des Satans ist. Ende Zitat. Ebenfalls aus Daubigny, Band 6, Kapitel 9. Martin Luther hat erkannt, und mit ihm alle Reformatoren seiner Zeit und der Zeit nach ihm. Ich habe jetzt keine Lust, die ganzen Namen aufzunennen. Ich tue dann auch immer denen verkehrt, die ich nicht aufnenne. Alle haben sie erkannt, dass der Papst der Antichrist ist. Und zwar nicht der Papst in dem Moment, nein, das, wie sagt man das so schön, das Office, das Büro, der Titel des Papsttums. Der Titel des Papstes ist der Antichrist. Sowohl der erste als auch der letzte und der heutige. Sie sind alle Antichristen. Es ist eben ein Amt. Das Amt des Papstes. Es ist wie das Amt des Bundespräsidenten oder des Bundeskanzlers oder des Präsidenten von Amerika oder des Königs von England. Wie heißt das so schön in England, wenn der König tot ist? The king is dead, long live the king. Ja, der König ist gestorben, lang lebe der König. Oder die Königin, je nachdem. Weil es ist ein Amt. Und das Amt des Antichristen ist das Amt des Papstes. Und jeder Papst, der sich da hinsetzt, ist der Antichrist, der auf dem Thron des Satans ist. Wie viele Lutheraner gibt es heute, die das genauso sehen? Na, nicht nur Lutheraner. Wie viele Protestanten gibt es heute noch, die das genauso sehen? Wie viele Protestanten sind sich dann noch von bewusst, dass man erst und vor allem das Amt des Antichristen, dem Amt des Papstes protestiert?
derjenige, der von sich sagt, und das sagt die römisch-katholische Kirche selbst, der Papst ist Jesus Christus verborgen unter einem Mantel von Fleisch. Er nennt sich den Stellvertreter Christus auf Erden. Aber wer ist denn der wirkliche Stellvertreter Christus auf Erden? Wir lesen doch in der Bibel, dass Christus gesagt hat, wenn ich weggehe, dann schicke ich euch den Tröster. Und solange ich hier bin, kann der Tröster nicht kommen. Aber er wird bei euch bleiben. Er wird für immer bei euch bleiben. Also ist doch der Tröster, den Jesus schickt, der Stellvertreter Christi auf Erden. Und das ist der Heilige Geist und nicht der Papst. Aber der Papst nennt sich so und tut damit Gotteslästerung gegen den Heiligen Geist. Und das ist eine Gotteslästerung, eine Sünde, die nicht in diesem und auch nicht in der nächsten Welt vergeben wird. Also wie viele Protestanten gibt es heute, die das genau so sehen, dass der Papst der Antichrist ist? Oder um die Frage andersherum zu stellen, ist die lutherische oder die protestantische Kirche vielleicht selbst ein bisschen antichristlich, seit sie die Sonntagsruhe des Papsttums angenommen hat? Die Sonntagsruhe, ja, das hatte ich ja schon früher in der Lesung hier deutlich gemacht. Und das gilt für alle protestantischen Denominationen. Ja, es gibt in den Vereinigten Staaten von Amerika selbst Siebentags-Adventisten, die inzwischen den Sonntag heilig halten. Also, anstatt Luther gebrauche ich hier in dem Text oft das Wort der gesamte Protestantismus oder die sogenannten protestantischen Kirchen. Wie schon erwähnt, hat die Papstkirche fast den gesamten Text im Sabbatgebot entfernt. Das Gebot des Ruhetags lautet in der Bibel so, Zitat, Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke verrichten. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ende Zitat, wie wir lesen im 2. Buch Mose, also Exodus, Kapitel 20, Vers 8 bis 11. Der Sabbat wurde bereits geschaffen in der Woche der Kreation. Und ich will da eben ganz kurz mal drauf eingehen. Jeder, der sagt von, ja, aber der Sabbat, das ist jüdisch oder das ist israelitisch, der hat, glaube ich, die Bibel nicht gut verstanden. Wenn man die Bibel im 1. Buch Genesis, im 1. Buch Mose liest, dann steht da am Anfang, schuf der Herr Himmel und Erde. Und dann geht's weiter und weiter und weiter. Und am 6. Tag schuf er den Menschen und alles drum und dran und am 7. Tag ruhte er. Und er hat den 7. Tag gemacht für den Menschen. Das steht ja auch in der Bibel geschrieben. Der Mensch ist nicht für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Ja? Er ist uns keine Last, er ist uns eine Freude. Weil der Sabbat erinnert uns daran, dass der Herr in 6 Tagen die Erde gemacht hat. Das ist wie ein Maler, der ein Bild malt. Am 1. Tag nimmt er sich sein Gestell und macht da seine Leinwand drauf und bereitet das ein bisschen vor und macht hier und da ein paar Striche. Am 2. Tag macht er ein paar Zeichnungen, um sein Bild ein bisschen eine Form zu geben. Dann fängt er an, die Zeichnungen ein bisschen auszufüllen am 2. Tag. Dann arbeitet er ein bisschen mit Grün, dann ein bisschen mit Rot, dann ein bisschen mit Gelb und so weiter und so weiter. Jeden Tag vollendet der Maler sein Bild ein bisschen weiter. Nach 6 Tagen ist sein Bild komplett fertig. Was fehlt? Die Unterschrift. Erst wenn er die Unterschrift darunter setzt, dann macht er das Bild zu seinem Werke. Richtig? Und wenn Gott in 6 Tagen die Welt geschaffen hat, nimmt er den 7. Tag und das ist seine Unterschrift. Und deswegen sagt er, erinnert euch, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, weil in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und alles, das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Er tat das, weil seine Arbeit vollbracht war. Und sie war gut vollbracht in der Zeit. Das ist seine Unterschrift. Sonst hätten wir nur 6 Tage Woche. Wir haben aber 7.
Absichtlich. Nun, im Katechismus findet sich nichts im Text des vierten Gebotes, das darauf hinweist, dass der Sabbat, der siebente Tag, der eigentliche Ruhetag ist. Die meisten wissen, dass Jesus an einem Freitag starb. Die Bibel nennt diesen Tag den Rüsttag. Also im Englischen nennt man das den Vorbereitungstag, Preparation Day. Den Tag vor dem Sabbat, wie wir in Markus 15, Kapitel 15, 42 bis 43 nachlesen können. Zitat: Und da es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathia, ein angesehener Ratsherr, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es, ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Der darauffolgende Tag wird Sabbat genannt. Dies ist der biblische siebte und letzte Tag der Woche. Als Jesus im Grabe ruhte, ruhten die Jünger nach dem Gebot des Gesetzes, wie wir nachlesen können in Lukas, Kapitel 23, Verse 53 bis 56. Zitat: Und nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinwand und legte ihn in eine ausgehauene Gruft, worin noch niemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag, und der Sabbat brach an. Die Frauen aber, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, gaben ihm das Geleite und sahen sich die Gruft an und wie sein Leib hineingelegt wurde. Dann kehrten sie zurück und bereiteten Spezereien und Salben. Am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Ende Zitat. So, jeder, der jetzt behauptet, dass Jesus den Sabbat abgeschafft hat, er war am Sabbat ja tot. Er hat nicht mehr gelebt in dem Augenblick. Er starb am Freitag, war am Sabbat tot. Warum halten Sie dann bitte schön am Samstag noch den Sabbat, wenn er den doch abgeschafft hat? Das ist schon mal der erste Hinweis darauf, dass diese Lehre, dass Jesus den Sabbat abgeschafft hat, komplett falsch ist. Und man findet auch in der ganzen Bibel da kein einziges Wort und keine einzige Erwähnung drüber, dass Jesus jemals den Sabbat abgeschafft hat. Aber Leute meinen eben, dass sie gerne die Bibel selbst interpretieren müssten, anstatt die Bibel sich selbst interpretieren zu lassen. Der nächste Tag nun ist der Sonntag. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche in der Bibel. An diesem Tag stand Jesus vom Grabe auf, wie wir lesen können in Markus Kapitel 15, 2 bis 47 und auch in 16, Vers 1 bis 6. Folgt jetzt ein etwas längeres Zitat. Bitteschön. Und da es schon Abend geworden, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathia, ein angesehener Ratsherr, der auch selbst auf das Reich Gottes wartete, der wagte es zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfahren, schenkte er dem Josef den Leichnam. Und dieser kaufte Leinwand, nahm ihn herab, wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in eine Gruft, die in einen Felsen gehauen war, und wälzte einen Stein vor den Eingang der Gruft. Maria Magdalena aber und Maria, Joses Mutter, sahen zu, wo er hingelegt wurde. Und in Markus 16 fährt es fort: Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, des Jakobus Mutter, und Salome Spezereien, um hineinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche kamen sie zur Gruft, als die Sonne aufging, und sie sagten zueinander: Wer wälzt den Stein von dem Eingang der Gruft? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in die Gruft hinein und sahen einen Jüngling zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen, weißen Gewand, und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen: Erschrecket nicht! Ihr suchet Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Sehet den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Ende Zitat. Nun, laut Markus, was ich gerade vorgelesen hatte, ist Jesus auch der Herr des Sabbat. Dieser Text besagt, dass der Sabbat um des Menschen willen geschaffen wurde. Viele glauben, dass der Sabbat nur für die Juden gestiftet wurde. Aber dies ist nicht wahr. Der Sabbat wurde am Ende der Schöpfungswoche geschaffen. Das hatte ich ja vorher schon mal kurz erklärt.
Gott schuf die Welt in 6 Tagen und ruhte am 7. Tag. So hat der Ruhetag seinen Ursprung in der Schöpfung und nicht in Jesu Auferstehung. Ja? Er hat seinen Ursprung in der Schöpfung und nicht in Jesu Auferstehung. Im 1. Buch Mose 2 lesen wir dazu. Also waren Himmel und Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer, so dass Gott am 7. Tage sein Werk vollendet hatte, das er gemacht. Und er ruhte am 7. Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an demselbigen ruhte er von all seinem Werk, das Gott schuf, als er es machte. Dies ist die Entstehung des Himmels und der Erde, zur Zeit, als Gott der Herr Himmel und Erde schuf. Ende Zitat. Jesu Auferstehungstag ist der erste Arbeitstag der Woche, weil Jesus am 7. Tage ruhte. Jesus ruhte am Sabbat im Grabe und auferstand zu einem neuen Arbeitstag am Sonntag, dem ersten Tag der Woche. Genauso wie er während der Schöpfung am ersten Tag der Woche schuf und somit arbeitete. Jesus befahl nirgends in der Schrift, dass wir aufhören sollten, den Sabbat, das heißt den 7. Tag, anstelle des 1. Wochentages, des Sonntags, zu beachten. Hätte Jesus den Ruhetag verändert, würde er dies sehr deutlich gesagt haben. Dann jedoch hätte er auch Gottes 10 Gebote abändern müssen, die deutlich besagen, dass wir den Sabbat, den 7. Tag der Woche, als Ruhetag halten sollen. Darüber hinaus ändern sich Gott und Jesus nicht. Die Bibel sagt, Zitat, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ende Zitat. Aus Hebräer 13, Vers 8. Und in Malachi 3, Vers 6 lesen wir, denn ich, der Herr, verändere mich nicht, darum seid ihr, Kinder Jakobs, nicht aufgerieben worden. Und in Jesaja 40, Vers 8 lesen wir, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Nun, wer meint, dass er auf einem Sonntag anbeten muss, der sollte sich mal überlegen, warum der Sonntag Sonntag heißt. Der Sonnentag, das ist der Tag der Sonnenanbeter. Das ist der Tag von den, zwischen Anführungsstrichen vielleicht nochmal, Gläubigen, ja, die Sonne anbeten. Und die damit die Schöpfung anbeten und nicht den Schöpfer. Aber ich muss ja wohl als bibelgläubiger Christ meinen Schöpfer anbeten, meinen Herrn, der mich gemacht hat, und nicht das, was er geschöpft hat. Konstantin, also der römische Kaiser Konstantin, hat im Jahr 325 nach Christus das Sonntagsgesetz erlassen. Und hat damals den Leuten befohlen, anstatt des Sabbattages den Sonntag zu folgen. Das ist geschichtlich festgeschrieben, das kann jeder nachforschen. Und daher kommt diese Sonntagsirrlehre. Nirgendwo anders her. Sie kommt aus Rom, von dem römischen Kaiser. Und wenn ihr es noch nicht geschaut habt, dann schaut euch doch mal meine Lesung an, die ich mache in dem Buch Von Babylon nach Rom von Alexander Hislop, wo deutlich erklärt wird, dass Rom seine Wurzeln in Babylon hat und dass Babylon der Ursprung der Sonnenanbetung auf dieser Erde ist. Sonnenanbetung, Sonntag. Warum drückt wohl im Augenblick selbst die EU mit einer neuen Abteilung, die sie da extra für geschaffen haben, für den sonntäglichen Ruhetag? Habe ich auch mal irgendwo in Hour of the Truth im Video zum Schluss mit eingearbeitet. Machen Sie doch wirklich sonst richtig so ein Reklamevideo für Sonntag, den Ruhetag. Sie wollen uns diesen Tag aufdringen. Der Papst tut das jetzt auch mit seinem neuen Papier, was er rausgebracht hat, Laudatio Si, wo es dann geht um die sogenannte globale Erwärmung und so weiter, dass er eben sagt von, die Welt braucht einen täglichen Ruhetag, dass wir alle mal uns zurücklehnen und mal nichts machen, und dass die Erde sich erholen kann. Und welcher Tag ist das? Sonntag. Richtig geraten. Die katholische Kirche gibt offen zu, das kommt da ja nochmal zu, die katholische Kirche gibt offen zu, den Ruhetag verändert zu haben. Nachzulesen beispielsweise in einem römisch-katholischen Glaubenslehrbuch. Frage: Welcher Tag ist der Sabbat? Antwort: Samstag ist der Sabbat.
Warum halten wir den Sonntag anstelle des Samstags? Antwort: Wir halten den Sonntag anstelle des Samstags, weil die katholische Kirche auf dem Konzil von Laodicea im Jahr 336 nach Christus die Heiligkeit des Samstags auf den Sonntag übertragen hat. Frage: Können Sie beweisen, dass die Kirche die Macht besitzt, Festtage durch Gesetz zu bestimmen? Antwort: Wenn sie nicht solche Macht hätte, hätte sie es nicht tun können, wie heute alle Religionsbekenner mit ihr übereinstimmen. Sie hätte nicht die Heilighaltung des Sonntags, dem ersten Tag der Woche, einführen können, anstelle der Heilighaltung des Samstags, dem siebenten Tag. Eine Veränderung, für die es keine Autorität in der Schrift gibt. Ende Zitat. Man kann das nachlesen in The Doctrinal Catechism, Seite 174, und The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 1977, Seite 50. Bemerkenswert ist, dass Sonntag der Tag der Sonne bedeutet, sagte ich ja schon. Es ist ein Tag der Sonnenverehrung, nicht ein Tag der Verehrung des biblischen Gottes. Kaiser Konstantin war der Erste, der den Sonntag als Ruhetag per Gesetz einführte. Das geschah am 7. März 321 nach Christus, nicht 325, wie ich gerade fälschlicherweise sagte, es war 321. Hier ein Auszug des Textes von Konstantin selber. Das lesen wir in History of the Christian Church, 5. Ausgabe, Band 3, Seite 380. Zitat: Alle Richter und Einwohner der Städte, auch die Arbeiter aller Künste, sollen am ehrwürdigen Tag der Sonne ruhen. Doch können sich die Landleute mit aller Freiheit auf den Ackerbau verlegen. Ende Zitat. Also als Bauer war man noch ausgenommen davon, den Sonntag heiligen zu müssen, aber alle Menschen, die damals in Städten wohnten, mussten vom Sabbat Abstand nehmen und den Sonntag halten. Nun, wir lesen weiter im nächsten Kapitel des Papiers über die Verfälschung eines Testaments. Es ist sehr deutlich, dass die katholische Kirche eine Testamentsfälschung vorgenommen hat. Ein Testament wird zu Lebzeiten verfasst. Niemand, mit Ausnahme des Verfassers selbst, hat das Recht, dieses zu verändern. Geschieht dies dennoch, haben wir mit einer Testamentfälschung zu tun. Und genau dies tat die römisch-katholische Kirche. Sie hat ein Testament verfälscht, indem sie Gottes 10 Gebote inklusive des Ruhetags verändert hat. Dies ist die größte Testamentsfälschung, die jemals in der Geschichte stattgefunden hat, und sie ist in den biblischen Büchern, in den himmlischen Büchern verzeichnet. Die daraus folgenden Konsequenzen sind immens. Die Kirche hat mit dieser Testamentsfälschung Millionen von Menschen verführt. Milliarden, sollte man besser sagen. Wir haben Sympathie mit diesen Menschen. Denn sie hatten ihren Priestern vertraut und geglaubt, dass ihre Verkündigung richtig war, aus dem Wort Gottes stammte. Aber nun ist die Zeit gekommen, Fehler und Verführungen der katholischen Kirche aufzudecken, so dass Männer und Frauen die Chance bekommen, sich von den unbiblischen Lehren der römisch-katholischen Kirche abzuwenden. Wie ich vorher schon mal angeholt habe, ich liebe auch die Katholiken. Da sind unglaublich viele liebe Menschen zwischen, die wirklich nur Gutes tun wollen und die wirklich echten Glauben in Jesus haben. Nur glauben sie in den Jesus, der ihnen in der römisch-katholischen Kirche gelehrt wird. Und das ist der Tammuz aus Babylon und nicht der Jesus Christus aus der Bibel. Und diese Lesungen sollen eben auch Leute, die einen anderen Glauben als den biblischen Glauben haben, dazu ansetzen, wenn sie dann schon sagen, ja, ich bin Christ. Wenn ein Katholik zu dir sagt, ich bin Christ, dann will er ja im Grunde damit zum Ausdruck geben, dass er Christus und seine Aussagen und seine Taten liebt. Dann muss man ihm aber auch deutlich machen, wofür Jesus Christus gestanden hat. Und das ist leider nicht das, was er erfährt und mitmacht und lernt, wenn er in die römisch-katholische Kirche geht. Also probiert diese Lesung so viel wie möglich auch unter eben Katholiken zu verbreiten. Man kann denen ja nur sagen von, ja, guck, wenn du dann an Gott glaubst, wenn Gott dann so wichtig ist, lies dann doch mal sein Wort, die Bibel. Verlass dich nicht darauf, was ein Mensch sagt, verlass dich nicht darauf, was der Papst sagt, was dein Priester sagt, was dein Bischof sagt, was dein Kardinal sagt.
sondern verlass dich doch mal dann auf das Wort Gottes selber und sieh für dich selber, ob das, was Gott sagt, in Übereinstimmung ist mit dem, was die Menschen dir lehren. Und wenn das nicht in Übereinstimmung ist, dann kannst du eine Wahl treffen. Und die Wahl wird sein, entweder ich wähle Christus oder ich wähle Antichrist. Aber dafür muss man die Lehren erstmal kennen. Und da eben in der römisch-katholischen Kirche hauptsächlich Katechismus gelehrt wird und nicht die Bibel, kennen die meisten Katholiken ihre Bibel ja gar nicht. Abgesehen jetzt davon, dass viele Bibeln verfälscht sind, da will ich noch gar nicht mal drauf eingehen. Selbst wenn ein Katholik mal eine Elberfelder festnimmt oder eine Schlachter 2000, die ja auch nicht so berühmt ist, oder eine Luther 84er, selbst dann kann man zum Wort Gottes finden. Weil wenn man darin liest in der Bibel und man sucht ehrlich nach den Antworten auf die Fragen, die man Jesus stellt, dann antwortet er auch. Und früher oder später wird jeder zu der Erkenntnis kommen, dass er vielleicht nicht die korrekte Bibel hat, aber er hat zumindest schon mal eine Bibel in der Hand und das ist besser als ein Katechismus. Nun, im Text fahren wir eben fort. Papst Johannes Paulus II. Schrieb in seinem Buch Dies Domini, herausgegeben im Mai 1998 unter Punkt 63. Zitat: Wir fühlten, dass wir die Autorität besaßen, die Bedeutung des Sabbats auf den Auferstehungstag zu verlegen. Ende Zitat. Muss ich nochmal lesen? Gut zugehört? Wir fühlten, dass wir die Autorität besaßen, die Bedeutung des Sabbats auf den Auferstehungstag zu verlegen. Papst Johannes Paulus II. Und an gleicher Stelle betont er, Zitat, den geistlichen und pastoralen Reichtum des Sonntags, der uns durch Tradition gegeben wurde. Ende Zitat. Erkennt ihr die Schwächen in der Formulierung des Papstes? Der Papst erkennt öffentlich die Übertragung des Sabbats auf den Sonntag an, indem sie fühlten, dass sie die Autorität besaßen, diese Veränderung vorzunehmen. Sie fühlten, dass sie die Autorität besaßen. Nun, über welche Autorität sprechen wir denn da? Diese Autorität, die der Papst hier gerade anholt, wurde der römisch-katholischen Kirche von Satan verliehen, wie wir in der Offenbarung 13 nachlesen können. Zitat: Und das Tier, das ich sah, war einem Panther gleich, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen, und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Ende Zitat. Nun, im Deutschen steht einem Panther, und in der King James steht Leopard, aber anscheinend verstehen die Deutschen unter Panther und Leopard dasselbe. Nun, dieses Tier, das er sah, war gleich einem Panther oder einem Leoparden. Das heißt, der Körper war ein Panther. Seine Füße waren die eines Bären. Woher kennen wir denn den Bär? Das ist das Medo-Persische Reich, das vor Griechenland war. Und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und den Löwen kennen wir aus Babylon. Babylon steht für den Löwen. Der Bär steht für Medo-Persien. Und Griechenland steht für den Panther oder Leoparden. Und das Tier, das er sah, war einem Panther gleich, mit Füßen eines Bären und Rachen wie einem Löwen. Das heißt, das Tier, das er sah, war im Grunde eine Verschmelzung der ersten drei Königsreiche, die davor, die Daniel in Daniel Kapitel 2 prophezeit hat. Mit der Figur des Menschen, der Kopf aus Gold, die Schultern und die Brust aus Silber, den Bauch und die Hüfte aus Bronze und die zwei eisernen Beine, die dann später Rom darstellen. Oder eben in Kapitel 7, wo er über die vier Tiere spricht. Und ich hatte euch ja letzte Woche darauf angesprochen, schaut euch doch mal das Rathaus von Nürnberg an und über den Eingängen die Figuren, die da sind. Und da werdet ihr feststellen,
Das haben die Protestanten damals bauen lassen und das ist da heute immer noch zu sehen, weil die Menschen wissen sowieso nicht mehr, was das bedeutet. Und das stellt eben Babylon mit Nebukadnezar, das stellt Medo-Persien mit seinem König dar, den Namen weiß ich jetzt nicht auswendig im Moment. Das stellt Griechenland dar mit Alex, mit Dinge. Ach, wie hieß er wieder? Der mit den Elefanten da drüber ging, da, ihr wisst schon. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Und zum Schluss eben das letzte Tier, dieses Drachengesicht beinahe mit den 10 Hörnern und in einem Horn, da kommt ein kleines Horn raus und das Horn hat sogar ein Auge, hat Augen und hat einen Mund. Genauso wie Daniel die 4 Biester oder die 4 Tiere beschrieben hat. Die Autorität wurde der römisch-katholischen Kirche von Satan verliehen, denn es steht hier ja, und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Der Drache ist genau wie die Schlange ein Symbol Satans. An dieser Stelle wird menschliche über die göttliche Autorität gestellt, weil der Papst fühlt, dass er die Autorität besaß. Ja, er hat ja nicht Unrecht, er besitzt die Autorität auch. Nur die Autorität wurde ihm gegeben von Satan und nicht von Gott der Bibel. Es ist kein sicherer Grundsatz, bei Entscheidungen auf seine Gefühle zu bauen. Der Papst selbst erkennt, dass der Sonntag als Ruhetag eine Folge der Tradition ist. Warum können die anderen verschiedenen christlichen Kirchengemeinschaften nicht genauso ehrlich zugeben wie die katholische Kirche, dass die Heilighaltung des Sonntags nur einer Tradition folgt? Es ist biblisch nicht begründbar, die Bedeutung des Sabbats auf den Auferstehungstag zu verlegen. Dazu hat die katholische Kirche kein Recht, erkennt aber auf jeden Fall an, dass sie diese Veränderung bewirkt hat. Beim Tag des Gerichts wird es offenbar werden, ob wir nicht nur unsere Fehler erkannt haben, sondern auch, ob wir willig waren, umzukehren und Gottes Weg zu folgen. Ein berühmter amerikanischer Politiker hat mal gesagt: Ein Irrtum wird erst zu einem Fehler, wenn ich mich weigere, ihn zu beheben. Dieser amerikanische Politiker hieß John Fitzgerald Kennedy, JFK. Den kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Nun, der weise Salomo schrieb, wie wir im Buch der Prediger, Kapitel 12 und Vers 13, 14 nachlesen können, Zitat: Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch. Denn Gott wird jedes Werk ins Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Ende Zitat. Und ich lasse uns jetzt nochmal ein paar Aussagen katholischer Quellen zitieren, weil ich finde das so wunderbar, dass der Antichrist in seinen eigenen Papieren, in seinen eigenen Webseiten, in seinen eigenen Büchern, Enzyklopädien, Zeitschriften wie Catholic Mirror, wo ich jetzt gleich rauslese und so weiter, aus seinen eigentlichen Veröffentlichungen ganz deutlich zugibt, dass er uns belügt. Das Problem ist, und die meisten lesen es nicht, und wenn sie es lesen, dann verstehen sie es nicht. Aber was schreibt der Catholic Mirror, also der katholische Spiegel hier im September 1893? Zitat: Kraft ihrer göttlichen Mission veränderte die katholische Kirche den Tag von Samstag auf Sonntag vor über 1000 Jahren, bevor es Protestanten gab. Ende Zitat. Catholic Record London, Ontario, 1. September 1923. Zitat: Der Sonntag ist unser Autoritätszeichen. Die Kirche steht über der Bibel. Und die Übertragung der Sabbatheiligung zur Sonntagsheiligung beweist diese Theorie. Diese Tatsache, Entschuldigung. Die Kirche steht über der Bibel und die Übertragung der Sabbatheiligung zur Sonntagsheiligung beweist diese Tatsache. Ende Zitat. Ich möchte hier noch eben zufügen, dass es sich hier bei dieser Autorität, bei diesem Zeichen, dem Autoritätszeichen, um das Zeichen des Kain handelt. Und gleichzeitig um das Zeichen aus Offenbarung 13. Konträr dem Zeichen Jesus Christus, das da ist, der biblische Sabbat, das Gehorchen des Wort Gottes. Die Hand,
steht für die Taten in Offenbarung 13 und die Stirn steht für das Glaubensbekenntnis. Die katholische Kirche räumt demzufolge ein, über der Bibel zu stehen, sowie göttliche Autorität zu besitzen, Festzeiten und Gesetz zu ändern, wie wir in Daniel 7, Vers 25 nachlesen können. Zitat: Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten bedrücken und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Gewalt gegeben, seien eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Ende Zitat. 1260 Jahre. 538 bis 1798. Damit nimmt sie eine Autorität in Anspruch, die sie in direkter Konkurrenz zur Autorität Gottes steht. Als Jesus vom Teufel versucht wurde, verwies er auf Gottes Wort. Er sagte: Es steht geschrieben, wie wir in Matthäus Kapitel 4, Vers 10 nachlesen können. Zitat: Da spricht Jesus zu ihm: Hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Seine Autorität war die Schrift. Was in geistlichen Fragen nicht auf der Heiligen Schrift als Grundlage beruht, besitzt keine Geltung, denn die Autorität liegt bei Gott und in seinem offenbarten Wort. Aber veränderten jetzt die Jünger den Ruhetag? Einige meinen, dass die Jünger zur Erinnerung an Jesu Auferstehung damit begannen, den Ruhetag am Sonntag anstelle des Sabbats zu halten. Die Bibel schweigt völlig betreffs solcher Veränderungen des Ruhetags. Also wenn die Bibel schweigt, Gott nichts sagt, dann sagt er nichts. Wenn man alle 8 Schriftstellen in der Bibel liest, die den ersten Tag der Woche behandeln, finden wir nicht ein einziges Gebot oder Hinweis dafür, dass die Christen den ersten Tag der Woche, Sonntag, anstelle des Samstags, des 7. Tages, beginnen sollten zu halten. Diese Stellen sind Matthäus Kapitel 28, Vers 1, Markus Kapitel 16, Vers 2 und 9, Lukas Kapitel 24, Vers 1, Johannes Kapitel 20, Vers 1, 20, Vers 19, Apostelgeschichte 20, 7 und 1 und Korinther Kapitel 16, Vers 2. Die werde ich jetzt alle eben in der richtigen Folge mal vorlesen. Zitat: Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und sehr früh am ersten Tage der Woche kamen sie zur Gruft, als die Sonne aufging. Als er aber früh am ersten Tage der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von welcher er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Am ersten Tag der Woche aber, früh morgens, kamen sie zur Gruft und brachten die Spezereien, die sie bereitet hatten. Am ersten Tag aber der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft hinweggenommen. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tage abreisen wollte, und dehnte die Rede bis Mitternacht aus. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem es ihm wohlgeht, damit nicht erst dann, wenn ich komme, die Sammlungen gemacht werden müssen. Ende Zitat. Dahingegen finden wir in der gesamten Apostelgeschichte, dass die Jünger damit fortfuhren, den Sabbat zu beachten, wie sie es von Jesus gelernt hatten. Die Zitate kommen aus der Apostelgeschichte 13, Vers 14 bis 15, 42 bis 44, Kapitel 16 und 12, Moment, mal eben schauen hier, 12, dass ich jetzt nicht verkehrt bin, 13, 14, 15, 14, 15, dann 42, 44, 16, 2, 13 ist das hier, ja, 12 bis 13, also Apostelgeschichte 13, 42 bis 44, 16, 12 bis 13, Apostelgeschichte Kapitel 17, 1 bis 2 und Apostelgeschichte 18, 3 bis 4, Zitat.
Sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbattag in die Synagoge und setzten sich. Und nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten ließen die Obersten der Synagoge ihnen sagen: Ihr Männer und Brüder, habt ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk? So redet! Als sie aber aus der Versammlung gingen, bat man sie, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat gepredigt werden möchten. Nachdem aber die Versammlung in der Synagoge sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, welche zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu beharren. Und am folgenden Sabbat versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Und am Sabbattage gingen wir zum Tor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten, und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die da zusammengekommen waren. Sie reisten aber durch Amphipolis und Apollonia und kamen nach Thessalonik, wo eine Synagoge der Juden war. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schrift. Zu diesen ging er, und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete, sie waren nämlich vom Beruf Zeltmacher. Er hatte aber in der Synagoge jeden Sabbat Unterredungen und überzeugte Juden und Griechen, also Heiden. Ende Zitat. Diese Punkte werden ja wohl nun ziemlich deutlich gemacht haben, dass es für die Ordonnanz des Sonntags als wöchentlichen Ruhetag, als Gedenktag an unseren Herrn, den Gott der Bibel, nur die Autorität der römisch-katholischen Kirche geht. Wer es noch nicht glaubt und noch mehr darüber lernen möchte, dem möchte ich anraten, die nächste Lesung sicher nicht zu verpassen, denn bei der nächsten Lesung geht es um das Konzil zu Trient von 1545 bis 1563, das ich ja schon öfter angesprochen habe. Und da wird nochmal ganz, ganz deutlich, dass es für den Sonntag keinen anderen Grund gibt, außer die Lehren und der Tradition und die sogenannte Autorität des Zeichens von Kains der römisch-katholischen Kirche, der Synagoge Satans. Damit werden wir den siebten Teil dieser Lesung dann nächstes Mal starten, das Konzil zu Trient. Inzwischen bedanke ich mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Teilen und ich hoffe, dass ihr das auch wieder hochladet auf anderen Kanälen, sozialen Netzwerken, wo immer. Meine Arbeit ist urheberrechtsfrei und ich bitte darum, sie so weit wie möglich zu verteilen, zumindest dann, wenn ihr dahinter steht. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Gott schütze und behüte euch. Gott segne euch auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss.